Wir wollen uns in diesem Video mit den Redox-Flow-Batterien beschäftigen. Die Redox-Flow-Batterien sind etwas anders aufgebaut als die übrigen elektrochemischen Batterien. Dadurch, dass man bei den Redox-Flow-Batterien Salze als aktive Materialien hat, die als Speicher dienen, die in einem Elektrolyt gelöst werden und zum Übertragen der Elektronen als Ladungsträger dienen. Wenn wir uns das an einem Beispiel der Vanadium-Redox-Flow-Batterie einmal genauer ansehen, was wir haben, ist, wir haben natürlich wieder den Aufbau mit einer Kathode und einer Anode und einer Redox-Reaktion, das heißt dem Übertrag von Elektronen beim Entladen bzw. beim Speichern von elektrischer Energie in elektrochemische Energie. Dazu benötigen wir zunächst einmal das Vanadiumsalz. Das markiere ich direkt mal in Violett, da das Vanadiumsalz violett ist. Das wird normalerweise, hat man einen Tank, aus dem dieses aktive Material gepumpt wird in den Batteriebereich. Das heißt, wir haben hier eine Pumpe, die dann das Material pumpt. Wir haben hier dann in der Mitte eine Membran, die ein Separator, der dazu dient, einen Übertrag der Protonen zu erreichen. Was wir nun haben, ist das Vanadiumsalz. Vanadiumsalz in einer schwefelsäurehaltigen wässrigen Lösung. Das heißt, also was haben wir? Wir haben das Vanadium, das ist zweiwertig oder zweifach positiv geladen. Das wird nun in den Bereich der Batterie gepumpt. Was man hier so da. Das heißt, die Vanadium-Ionen des Salzes werden nun in diesem Elektrolyt gelöst, in diesen Bereich gepumpt. Was nun passiert ist, dass dieses Vanadium 2 plus, das wird oxidiert, das heißt, es gibt Elektronen ab. Wir haben folgende Reaktion, 2 plus, was man erhält, ist dann dreiwertiges oder Vanadium, das dreifach positiv geladen ist. Dieses Vanadium hat eine grünliche Färbung, also V3 plus. Und was wir noch erhalten, ist dann ein Elektron, was dabei frei wird. Das heißt, wir bekommen hieraus dann Vanadium 3 plus plus ein Elektron. Was auch noch in diesem auch noch passiert ist, dass wir die Schwefelsäure haben. Diese Schwefelsäure, also das H2SO4, bei dem lösen sich das Schwefelsäuremolekül zerfällt in seine Ionen und gibt dabei Protonen ab. Das heißt also, aus der Schwefelsäure, was wir noch bekommen, ist also aus dem H2SO4, erhalten wir aber SO4 2 minus plus 2 Protonen. Und diese Protonen, diese H plus, diese diffundieren in den Teil der Kathode, um dort dann eine weitere chemische Reaktion auszulösen. Das heißt, hier auf der linken Seite sind wir bei der Anode, das heißt der negativen Elektrode. Was wir nun bekommen ist, dass das Vanadium dann hier auf der Seite dann in den nächsten Tank fließt, sodass also dann sich hier unten das Vanadium V3 plus dort sammelt. Was dabei entsteht bei der Reaktion, ist das Vanadium-3-Sulfat. Vanadium-3-Sulfat. Also eine Reaktion mit dem SO4 2 minus eingeht. Das heißt also, was wir haben, ist also das V3 plus zweimal. Und dann haben wir noch das SO4 2 minus, das ist das Vanadium-3-Sulfat, was sich dann in dem unteren Teil des Tankes sammelt. Das ist also die Reaktion an der Anode. Das heißt, das ist unsere Oxidationsreaktion.
Die Elektronen laufen nun über einen elektrischen Leiter in den anderen Teil, auf die Seite der Kathode. Das heißt, wir haben jetzt hier auf der rechten Seite die Kathode, unseren Pluspol beim Entladevorgang. Das heißt also, wir können diesen Transport der Elektronen, die nun hier entlang des Leiterkabels und dann hier quasi über hier entlang laufen, nutzen zum Antrieb einer Maschine, sodass die Elektronen dann hier auf der Gegenseite dann eine Reduktionsreaktion durchführen. Das gucken wir uns nun auch noch einmal im Detail an. Auf der rechten Seite führen wir Vanadium-5-Oxid zu. Das haben wir hier auf der rechten Seite, auf der Seite der Kathode, einen Tank mit Vanadium-5-Oxid. Darum ist das Besondere, das ist also fünffach positiv geladenes Vanadium. Das ist also Vanadium 5-Oxid. Das ist ein gelber Stoff und das Vanadium 5-Oxid ist gelblich. Das wird nun ebenfalls entlang dieser Membran geführt, in dieser schwefelsäurehaltigen Elektrolyt, in diesem schwefelsäurehaltigen Elektrolyt. Und was nun in diesem Bereich passiert ist, dass wir jetzt hier diesen Bereich haben, in das die H-Plus-Ionen diffundieren durch die Membran, die wir haben, und den Separator. Das heißt, hier werden also diese V5-Plus-Ionen hinübergepumpt, sodass wir als Reaktion auf Seite der Kathode Folgendes bekommen. Wir haben also die Kathode mit der Reduktionsreaktion, das heißt der Aufnahme des Elektrons. Und was wir dort bekommen, ist grundlegend, dass das fünfwertige Vanadium, machen wir das ruhig gelb, also das fünfwertige Vanadium geht über in vierwertiges Vanadium, das heißt, das Elektron wird aufgenommen. Dazu kommen dann auch noch die Protonen. Das gucken wir uns gleich noch im Detail an. Aber erstmal die grundsätzliche vereinfachte Darstellung ist, dass das Vanadium 5 plus mit dem Elektron zusammen zu Vanadium 4 plus wird. Das ist ein blauer Stoff. Das heißt, das Vanadium 4 plus ist dann leuchtet bläulich oder ist bläulich durchsichtig, sodass wir dann hier durch diese Oxidationsreaktion, dadurch, dass die Elektroden nun hier reagieren mit dem Vanadium 5 plus den Elektronen, ergibt sich daraus Vanadium 4 plus. Das ist also die grundsätzliche Reduktionsreaktion, die passiert. Was dabei noch passiert, ist also, wenn man es etwas ausführlicher darstellt, ist, dass wir dieses Vanadiumoxid VO2 plus haben, plus die beiden Protonen, die hier an dieser Stelle durch die Membran der Reduxlorbatterie diffundieren, plus dem Elektron als Ladungsträger der Reduktionsreaktion, sodass wir dann VO2 plus bekommen, also reduzieren die Ladung des Vanadiums und bekommen dabei auch noch Wasser als Stoff. Das ist also der Entladevorgang mit der Oxidationsreaktion an der Anode und der Reduktionsreaktion an der Kathode. Der Vorteil dieser Redox-Flow-Batterie ist nun, dass man im Grunde nur diese beiden Ausgangstanks mit dem Vanadiumsalz und dem Vanadiumoxid auffüllen muss, um diesen Prozess anzutreiben, diesen Entladeprozess. Umgekehrt kann man, um die Energie zu speichern, diese Prozesse umdrehen. Das heißt also, man braucht dann das Vanadium-3-Sulfat und was hier unten entsteht, das Vorfeld, das ist Vanadylsulfat. Vanadylsulfat, VOSO4, dadurch, dass wir ein schwefelsäurehaltiges Elektrolyt haben, steht also Vanadylsulfat. Das ist also ein bläuliches
ein bläulich leuchtender oder ein bläulich schimmernder Stoff. Und wenn ich den Prozess nun umkehren möchte, das heißt also den Ladevorgang bekommen möchte, dann nutzt man das Vanadylsulfat, man nutzt das Vanadium-3-Sulfat, hat eine äußere Spannungsquelle und dreht die chemischen Reaktionen um. Das heißt, die Reduktion und die Oxidationsreaktion werden beide umgedreht, sodass man dann am Ende wieder das Vanadiumsalz bekommt und das Vanadiumoxid. Das heißt auch dabei, dadurch, dass man mit Flüssigkeiten arbeitet, mit dem gelösten Vanadium in verschiedenen Zuständen, kann man bei dieser Batterie sehr flexibel reagieren. Es gibt quasi keine Begrenzung oder keine technischen Begrenzungen hinsichtlich der Lebenszyklusdauer. Das wollen wir uns auch noch mal einmal ansehen, was das im Detail bedeutet, um die Batterie vergleichen zu können mit den anderen elektrochemischen Batterien, die wir schon kennengelernt haben. Der Wirkungsgrad von modernen Redox-Flow-Batterien liegt im Bereich von 70 bis 80%. Also notieren wir das mal. Einmal der Wirkungsgrad unter Berücksichtigung aller Parameter und der chemischen Zusammensetzung der Stoffe, der Salze, liegen beim Bereich von 70 bis 80%. Dort ist noch ein leichter Steigerungsbedarf perspektivisch zu erwarten. Die Zyklenlebensdauer, das heißt also, wie oft kann dieser Prozess durchgeführt werden, wie oft kann die Batterie ge- und entladen werden, das ist natürlich im Prinzip unbegrenzt oder zumindest sehr große Lebenszyklenzahlen können erreicht werden, größer als 10.000 Zyklenzahlen. Das heißt, die Lebensdauer liegt im Bereich von 10 bis 15 Jahren. Das hängt an den übrigen technischen Komponenten dieser Redox-Flow-Batterie. Die Kosten, die entstehen, also wenn wir nun mal überlegen, uns ansehen, wie die Investitionskosten aussehen pro gespeicherter Kilowattstunde, da sind wir im Moment bei ungefähr 300 bis 500 Euro pro Kilowattstunde elektrische Energie, die gespeichert ist. Der Nachteil oder ein kleiner Nachteil dieser Redox-Flow-Batterien ist, dass die Energiedichte nicht ganz so hoch ist. Also das ist sicherlich ein Kritikpunkt gegenüber den Lithium-Ionen-Akkumulatoren, die im Einsatz sind. Wenn man eine kompakte Batterie benötigt, können die Redox-Flow-Batterien hier nicht helfen oder unterstützen. Dadurch, dass die Energiedichte deutlich geringer ist im Vergleich zu der Energiedichte im Bereich der Lithium-Ionen-Batterien. Das ist also wirklich ein Faktor 5, der dazwischen liegt. Also das heißt, die Lithium-Ionen-Batterien haben Faktor 5 höhere Energiedichte in den Zellen als die Redox-Flow-Batterien, sodass sich daraus natürlich ein klarer technischer und auch wirtschaftlicher Nachteil der Redox-Flow-Batterien gibt. Das heißt, im großtechnischen Bereich ohne Platzbeschränkung oder bei denen die Energiedichte eine untergeordnete Rolle spielt, können Redox-Flow-Batterien interessant sein. Im Bereich von einer kompakten Bauweise mit hohen Energiedichten können die Redox-Flow-Batterien aus technischer und wirtschaftlicher Sicht nicht mit den Lithium-Ionen-Batterien konkurrieren, sodass sich daher die Lithium-Ionen-Batterien in dem Fall durchsetzen.